Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute ist ein unglaublich warmer Tag. Ich sitze hier, mir läuft die Brühe runter. Ihr seht, dass ich auch leicht glänze. Denn damit der Ton einigermaßen gut ist, das Licht einigermaßen passt, muss ich mich hier ein bisschen abschotten. Ihr seht es im Hintergrund, die Rollladen sind runter. Ich habe hier Videolichter an und meine Rückbeleuchtung und alles Mögliche. Ich schätze, dass ich hier in meinem kleinen Reich, wo ich filme, mittlerweile 32, 33 Grad habe. Die Luft ist denkbar schlecht, aber natürlich nehme ich das unglaublich gerne auf mich, weil ich heute 5 sehr interessante Uhren habe, die ich euch zeigen möchte, und zwar 5 verschiedene deutsche Marken mit jeweils einer Uhr aus dem Portfolio, die eine Mondphasenkomplikation hat. Diese Idee kam von euch, von einem Zuschauer. Ich könnte noch mal was über Mondphasen machen. Ich glaube, das kam im Zusammenhang mit der Podcast-Idee, aber ich habe mich entschieden, lieber Uhren zu zeigen, die Mondphase haben. Und zwar 5 unterschiedliche, falls es im Hintergrund klingelt, das ist mein Telefon, aber nicht dran stören, das geht gleich vorbei. Die Uhren sind im Preisbereich von 300 Euro bis 50.000 Euro. Vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei. Ich zeige euch einfach mal und fange mit der preiswertesten, günstigsten, mit dem niedrigsten Preis an. Hierbei handelt es sich um die Junkers, und zwar um die Junkers mit der Nummer 9.33.01.03 aus der Serie Tante Ju. Kostet 299 Euro und ist bis 5 ATM wasserdicht. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm, verbaut ist ein Saphirglas. Das Gehäuse ist aus Edelstahl und Lug-to-Lug, also Horn zu Horn, hat die Uhr lediglich 47 mm bei einem Gewicht von 57 Gramm. Das Gehäuse ist 10,2 mm hoch und die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Angetrieben wird die Uhr von einem Quarzwerk, und zwar von dem IOTA 6P00. Ihr wisst alle, dass ich keine Probleme habe mit Quarzwerken. Auch die springende Sekunde stört mich nicht mehr so sehr. Ich sehe eine ganze Menge Vorteile bei der Quarz, sehe aber natürlich auch den Charme und das tolle Gefühl, Mechanik am Arm zu haben. Insofern habe ich da überhaupt keine Berührungsängste. Das Besondere bei dieser Uhr ist die Ziffernblattstruktur, die einem Wellblech nachempfunden ist, deshalb auch die Serie Tante Ju. Was man mögen muss, mögen kann, viele aber auch nicht mögen, das ist die nachgestellte Chronographenoptik, denn es handelt sich hierbei nicht um einen Chronographen, sondern die Totalisatoren sind Kalenderfunktionen. Und zwar werden angezeigt der Wochentag, der Monat sowie das Tagesdatum. Und im Bereich der 6 Uhr Position, genau genommen zwischen 8 und 4 Uhr, die Mondphase. Die Zeiger sind nicht leuchtend, haben eine schwarze Lackierung und sind nach meinem Empfinden sehr gut ablesbar, aber eben nicht in der Dunkelheit. Ich habe einige Junkers bzw. jetzt Iron Annie Uhren schon gesehen, in der Hand gehabt. Auch Zeppelin kommt ja aus dem gleichen Hause, nämlich Point Tech in München. Und die Uhren sind alle wirklich gut verarbeitet gewesen. Den Preis wert, auch wenn die Namen nicht mit dem Renommee behaftet sind, wie vielleicht andere Namen und auch vielleicht nicht so in aller Munde sind wie andere jüngere Marken. Mir gefallen die Uhren sehr gut, sie verfolgen ganz klar eine bestimmte Stilrichtung und ich habe bisher an keiner Uhr Mängel gesehen, die für die Preisklasse nicht angemessen wären. Im Gegenteil, ich finde die Uhren eigentlich für die Preisklasse überdurchschnittlich gut gemacht. Und für 299 Euro Liste, ich würde vermuten, man bekommt die Uhr dann für 279, 269 Euro Straßenpreis, bekommt man hier eine gut tragbare, schöne, funktionale Uhr
nicht zum Tauchen, Schwimmen, Schnorcheln geeignet, aber ansonsten den meisten Alltagssituationen gewachsen, mit einer schönen, kleinen, nicht zu auffälligen Mondphasenkomplikation. Die zweite Uhr in meiner heutigen Auswahl ist ebenfalls eine Uhr mit hellem Ziffernblatt. Und es handelt sich hierbei um eine Uhr von Nautische Instrumente Mühle Glashütte. Ich werde weitergehend nur Mühle sagen. Und zwar handelt es sich um die Teutonia 4 mit Mondphase. Die Uhr kostet, ich habe verschiedene Preisangaben gesehen, zwischen 2.300 und 2.400 Euro und hat die Referenznummer M1-44-05-LB. Die Uhr wird angetrieben von einem Sellita SW-280-1 in der Mühle-Version. Verschiedene Spezifikationen wurden hier geändert. Unter anderem gibt es eine Spechthalsregulierung. Die Uhr wiegt 100 Gramm und das Gehäuse ist aus Edelstahl. Die Uhr hat eine Gehäusehöhe von 12,6 mm und einen Durchmesser von 41 mm und damit, denke ich, für beinahe jeden Arm tragbar. Auch größere Arme können nach meiner Meinung eher kleinere Uhren tragen als umgekehrt. Das finde ich persönlich weniger problematisch, als wenn man eine zu große Uhr an einem zu kleinen Arm hat. Die Uhr ist wasserdicht bis 10 Bar und damit tatsächlich dann auch für Schwimmen und Pool und Sommer und Duschen alles geeignet. Prima Sache. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und sieht zumindest von den Bildern, ich habe die Uhr nicht selber vorliegen gehabt, aus, als wären die Bandanstöße geschraubt. Die Zeiger sind gebläut. Es gibt ein Datum auf der 3-Uhr-Position sowie eine Mondphase, ähnlich wie bei der gezeigten Junkers, zwischen 4 und 8 Uhr. Ich finde die Farbe der Mondphase sehr gelungen. Sie passt hervorragend zu den Zeigern, zum Blau der gebläuten Zeiger. Passt nicht ganz zum Blauton der Ziffern 60, 15, 30 und 45 auf den 12, 3, 6 und 9 Uhr Positionen. Aber insgesamt vermittelt die Uhr auf mich ein sehr harmonisches Bild und mit einem Preis von um die 2.300 Euro ist sie eine Uhr, die meiner Meinung nach im Mittelklassenbereich dessen liegt, was sich Uhrensammler gerne einmal kaufen. Ich mag da komplett daneben liegen. Ich gehe einfach mal von mir aus und von dem, was ich aus Gesprächen so höre. Die Uhr macht auf mich auch den Eindruck, absolut sehr gut tragbar zu sein. Ich finde das Gehäuse sehr ansprechend. Ich mag auch die etwas breitere Lünette, sodass das Ziffernblatt nicht größer wirkt, als die Uhr tatsächlich ist. Und Mühle ist eine wirklich renommierte Marke, wirklich gute Uhren. Ich habe selber die Mühle Rescue Timer und bin damit mega zufrieden. Insofern kann ich von meinen Erfahrungen die Marke empfehlen und die Uhr spricht mich sowieso an, sonst hätte ich sie nicht ausgewählt. Die dritte Uhr in meiner heutigen Auswahl ist in mehrerer Hinsicht etwas Besonderes. Und zwar ist es die Meistersinger Stratoscope. In mehrerer Hinsicht etwas Besonderes, weil sie zum einen die einzige Uhr mit dunklem Blatt ist. Die meisten Mondphasenuhren, die ich gefunden habe, haben ein helles Ziffernblatt gehabt, weil sich damit die Mondphasenanzeige besser und deutlicher absetzt. Spricht mich auch mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Mondphasenanzeige bei dunklem Blatt finde ich etwas unauffällig und dann finde ich es schade, weil die Anzeige etwas verloren geht auf dem Blatt. Hier ist das ganz anders gemacht, weil der Mond selber sehr groß und sehr hell designt ist, wie ihr auf der 12 Uhr Position sehen könnt. Insofern ist das hier wirklich gut und interessant gelöst, dass man eine dunkle Uhr mit einer trotzdem sehr gut erkennbaren Mondphase designt hat. Was ich ebenfalls interessant finde, ist, dass das eine Einzeigeruhr ist mit einer ganzen Menge Zusatzfunktionen. Normalerweise sind Einzeigeruhren ja Uhren, die
sehr stark reduziert sind auf das Wesentliche, nämlich die reine Zeitanzeige auf Stundenbasis. Aber hier haben wir zusätzlich die Mondphase sowie ein Datum auf der 6 Uhr Position, sodass diese Uhr tatsächlich richtig gut alltagstauglich ist, mit der Einschränkung, dass sie nur eine Wasserdichtigkeit von 5 Bar hat. Bei einem Preis, einem Listenpreis von 3.890 Euro ist sie auch wirklich keine günstige Uhr. Verbaut ist das Sellita SW220-1 mit eigenem Mondphasenmodul. Auf der Frontseite haben wir ein gewölbtes Saphirglas, auf der Rückseite einen 6-fach verschraubten Sichtboden. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43 mm, was der Ablesung einer Einzeigeruhr entgegenkommt, aber natürlich nicht unbedingt für kleine und wirklich dünne Handgelenke geeignet ist. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 12,4 mm. Was mir persönlich noch aufgefallen ist an der Uhr, und das hat mich bei mehreren kurzen Draufsichten extrem verwirrt, das ist die Tatsache, dass die Stundenangaben mit führenden Nullen ausgeführt sind. Das kennt man von Meistersinger. Aber die Ausrichtung der Ziffern dreht sich auf der Achse 3 und 9 Uhr, sodass ich, wenn ich auf die 9 Uhr Position gucke, mehrfach dort nicht 09, sondern 60 gelesen habe. Und das hat mich an dieser Stelle mehrfach mega verwirrt. Mittlerweile passiert es mir nicht mehr, aber anfangs war ich ein paar Mal komplett verwirrt und aus der Bahn geworfen, in Anführungsstrichen, weil die 60 an der Position ja nun gar nichts zu suchen hat und 09 doch eher ungewöhnlich ist für eine Stundenangabe, aber das ist bei vielen, wenn nicht allen Meistersinger-Uhren so anzutreffen. Die vierte Uhr meiner Auswahl ist wieder eine Uhr mit weißem Blatt. Wie gesagt, die Meistersinger ist die einzige mit dunklem Blatt gewesen. Und zwar habe ich mich hier für eine Uhr von Glashütte Original entschieden. Und zwar um die Panomatic Lunar. Ich habe verschiedene Preisangaben gefunden. Insgesamt hat sich der Preis, den ich gesehen habe, bei knapp unter 10.000 Euro eingependelt. Das Gehäuse ist aus Edelstahl, hat einen Durchmesser von 40 mm und eine Bauhöhe von 12,7 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und das Uhrwerk ist ein Glashütte Original Manufaktur Uhrwerk in Automatikausführung. Was mir an der Uhr extrem gut gefällt, ist zum einen die Position der Mondphasenanzeige, weil sie außergewöhnlich ist. Sie ist nicht auf der 12 oder 6 Uhr Position, sondern auf der 2 Uhr Position platziert. Gefällt mir sehr gut. Und ähnlich wie die Mühleglashütte hat auch die Glashütte Original nicht nur eine Mondphasenanzeige, sondern auch ganz klar den Tageszähler. Die Mondphase läuft sich auf 29,5 Tage und das ist genau angegeben, sowohl bei der Mühle als auch bei der Glashütte Original, gefällt mir richtig gut. Ebenfalls bin ich ein großer Freund von Großdatum und diese Uhr hat ein Großdatum auf der 4 Uhr Position, insgesamt sehr schön gemacht. Was ich bei dieser Uhr, wenn ich denn nach etwas suchen müsste, auszusetzen hätte, ist die Sache, dass eine Uhr mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Zeitanzeige, die nur einen Teil des Ziffernblattes ausnutzt, dazu führt, dass die eigentliche Primärfunktion der Uhr, die Zeitanzeige, doch sehr klein ist, beziehungsweise kleiner als nötig. Das ist auch mein Gedanke, den ich bei A. Lange und Söhne immer wieder habe. Es sieht klasse aus, aber es reduziert mit meinen nachlassenden Augen, wo ich doch im Jahres- oder Zweijahreswechsel fast neue Brillen brauche, den Funktionswert, weil ich gerne Uhren habe, die extrem gut ablesbar sind und hier wird einfach viel Funktionswert zugunsten des Designs und der Optik verschenkt.
auf der Habenseite ist dann natürlich das wunderschöne Großdatum und die außergewöhnlich platzierte Mondphase. Man kann, glaube ich, nicht alles haben. Hier hat man sich für dieses Design entschieden, was ich optisch richtig klasse finde, was mir wirklich extrem gut gefällt. Ich muss aber sagen, wahrscheinlich würde ich im Alltag damit nicht richtig glücklich werden, aber zum Anschauen finde ich die Uhr richtig mega gelungen. Die fünfte und letzte Uhr in meiner Auswahl für heute ist dann auch mit Abstand die teuerste. Es handelt sich um die A. Lange und Söhne Große Lange 1 mit Mondphase in Roségold. Preis irgendwo um die 50.000 Euro. Auf ein paar Euro kommt es in der Preisklasse, glaube ich, nicht an. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 41 mm, ist bis 3 bar wasserdicht, 3 bar, hat Roségoldgehäuse, habe ich gesagt, ein Saphirglas und ein Handaufzugskaliber, ein Manufakturkaliber L095.3. Die Referenz der Uhr ist 139.032 und ist lange typisch, ein wahres Schmuckstück, wunderschön anzugucken, extrem gut verarbeitet, ein richtig großes, tolles, präsentes, extrem gut ablesbares Großdatum auf der 1-Uhr-Position und eine Mondphasenanzeige, die von der Verarbeitung her mit keiner der anderen vergleichbar ist. Es ist nicht nur der Mond, sondern auch die ganze Hemisphäre, die Sterne abgebildet, das Ganze mit Goldauflage versehen. Eine richtig, richtig schöne, handwerklich grandios gemachte Uhr. Wirklich, ich bin richtig begeistert von der Uhr, was die Handwerkskunst, die Ausführung und die Perfektion der Verarbeitung betrifft. Allein die Zeitanzeige wäre mir wieder zu klein. Ich bin auch kein großer Freund von römischen Ziffern, aber da gibt es ja auch andere Varianten von A. Lange und Söhne. Richtig klasse. Persönlich wäre ich nie bereit, 50.000 Euro für eine Uhr auszugeben, aber ich bin trotzdem richtig begeistert. Nicht zuletzt bietet die Uhr noch eine weitere Komplikation. Wir haben nicht nur das Großdatum und die Mondphase, wir haben auch eine Gangreserveanzeige zwischen 2 und 4 Uhr. Sehr dezent gemacht auf dem äußeren Ring des Ziffernblattes mit einem einfachen, dünnen Zeiger und wenigen Indizes. Trotzdem sehr funktional, finde ich unglaublich schön gemacht und ist von der reinen Optik her eine meiner Lieblingsuhren. Lieber eigentlich noch in Weißgold, weil ich nicht so der Rosé- oder Gelbgold-Typ bin. Aber insgesamt unglaublich beeindruckend und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine solche Uhr sehe und freue mich auch darauf, sie vielleicht irgendwann einmal selber in der Hand haben zu können. Und vielleicht kann ich sogar mal irgendwann, wenn es sich ergibt und ich richtig viel Glück habe, eine solche Uhr in einem echten Video-Review zeigen. Das wäre für mich persönlich ein echtes Highlight. Ja, meine Meinung zu den Uhren habt ihr gehört. Mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Schreibt sie bitte gerne in die Kommentare rein. Und auch, ob ihr vielleicht Ideen habt, was ihr im Rahmen eines solchen 5-Uhren-Videos gerne noch von mir sehen würdet. Ich schaue, ob ich es umsetzen kann. Falls ja, mache ich das selbstverständlich gerne. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos, denn das kann ich versprechen, da kommt noch so einiges Interessantes auf euch zu. Bis dahin, tschüss, euer Axel.